Jetzt sitzt du schon wieder da und heulst dir die Augen aus und gehst mir schon wieder so auf den Sack mit deinen blöden Fragen. Heute fragst du dich, warum bin ich nicht gleich weggelaufen? Was für eine blöde Frage schon wieder. Sag mal, glaubst du wirklich, ich hätte dich gehen lassen? Von Sekunde 1 an, als sich unsere Wege kreuzen, hattest du nichts mehr zu sagen. Du hattest das nur nicht gemerkt. Schon bei unserer ersten Begegnung habe ich meinen ersten Stellhebel bei dir im Gehirn platziert. Das musste ich auch ganz schnell, weil ich irgendwo merkte, dass ich dir suspekt erschien. Ich weiß, wie das bei eurer Spezies so ist. Ihr habt da so ein instinktives Bauchgefühl. Da musste ich schon gucken, dass meine Maske 1, die Einlullmaske, ganz fest auf meinem Gesicht sitzt. Ich habe dir dann ganz fest und hypnotisch in deine Augen geschaut und dir einfach das gesagt, was ich wusste, was du hören möchtest. Ihr seid einfach so einfach zu lesen. Das ist dann oft echt keine Challenge mehr für mich. Das ist dann so langweilig und dann lasse ich diese Frau oder den Mann dann mal so einfach schnell wieder wups weg. Aber bei dir war das anders. Du wirktest so frisch, so voller Lebensenergie. Und ich wusste instinktiv durch meine kalte Empathie, dass du eine sehr gute Quelle für die vier S's sein könntest. Ja, und in der Zwischenzeit weißt du, was diese vier S's bedeuten: Supply, Sex, Services und Safety. Es gibt nicht viele von eurer Spezies, die alle vier S's perfekt liefern können. Aber du schienst da eine Ausnahme zu sein. Und da wusste ich, ich muss ganz, ganz schnell sein, ich muss rushen, um dich in Sack zu haben, damit du dich nur noch vollumfänglich um meine Bedürfnisse kümmerst. Du bist nicht blöd. Und deswegen musste ich auch schon ganz schön tief in meiner Manipulationsschatzkiste kramen. Aber da seid ihr doch irgendwo alle gleich. Ihr habt alle mehr oder weniger immer die gleichen Druckknöpfe. Ja, genau. Und ich glaube, in der Zwischenzeit weißt du das auch. Deine Kindheit. Deine traumatisierte Kindheit. Und da du nicht so ein A bist wie ich, wusste ich, dass ich dich binde, wenn ich dir gleich ziemlich zu Anfang von meiner schlimmen, schlimmen Kindheit erzähle. Ja, meine Kindheit war schlecht. Ich bin schlecht. Nein, ich bin grandios. Ich bin gut. Du bist schlecht. Was fällt dir überhaupt gerade wieder ein, mich hier jetzt wieder nur schlecht zu machen? Du willst doch immer noch wissen, warum du nicht gleich weggelaufen bist. Also halt deinen Mund und hör mir weiter zu. Erinnerst du dich noch, als du mein wahres, inneres, kleines, weinendes Kind in der Ecke gesehen hast? Ja, ich hab dich da einmal hinschauen lassen für eine Sekunde, weil ich kann es selber nicht ertragen. Es gibt kein anderes Ich außer mein falsches Ich. Doch mein falsches Ich kann nicht so viel Mitleid hervorrufen, als wenn ich dir mein kleines, inneres, weinendes Kind zeige. Du hättest schon da gar nicht mehr weglaufen können. Jetzt guckst du mich schon wieder mit deinen großen Kulleraugen an. Warum? Weil du selber ein trauriges Kind in dir hast und dieses traurige Kind sich mit meinem inneren traurigen Kind verbunden hat. Wer hat das denn jetzt gesagt? Das war doch nicht ich. Ich habe doch keine Ahnung von sowas. Ich mache das doch alles sehr instinktiv. Aber doch, manchmal, wenn ich psychopathisch bin, dann mache ich das gezielt und bewusst. Doch mein kleines Kind, das ist mir nicht bewusst. Das will ich einfach nicht sehen. Eigentlich müsste ich traurig sein, weil mein kleines, wahres, inneres Ich habe ich schon längst dem falschen Ich geopfert. Weißt du, mein falsches Ich, das ist mein Gott. Der beschützt mich, der gibt mir Sicherheit. Das falsche Ich ist alles das, was ich nicht bin. Ich bin schlecht. Das falsche Ich ist grandios, ist perfekt, omnipotent, special. Das kannst du nicht verstehen, nicht? Du willst doch wissen, warum du nicht weggelaufen bist gleich zu Anfang. Also konzentriere dich und höre zu. Du hast mich, mein kleines inneres Kind, an die Hand genommen. Du wolltest mir helfen. Du willst mir immer noch helfen. Ich will mir aber nicht helfen lassen. Du bist meine Mami. Du kümmerst dich um mich. Du machst alles für mich. Du liebst mich bedingungslos. Ja, du hast es richtig gehört. Ich bin dein Kind. Du bist meine Mama.
Du bist meine perfekte Mama und perfekte Mamas verstoßen ihre Kinder nicht. Wenn du perfekt bist, meine liebe Mama, dann bin ich das auch. Du bist meine Mama. Deswegen konntest und wirst du nie weglaufen, weil eine Mama verlässt ihr Kind nicht. Meine Mama hat das aber gemacht. Sie hat mich verlassen. Sie hat sich nicht gekümmert. Sie hat sich nicht um meine Bedürfnisse gekümmert. Sie hat mich auf den Podest gestellt. Sie hat mich idealisiert. Sie wollte, dass ich ihr Partner bin, weil Papa nicht mehr da war. Und dann habe ich mich einmal schlecht verhalten und dann hat sie mich weggestoßen. Sie sagte, wie schlecht ich doch sei. Das wirst du nicht mit mir machen, ja? Ich werde dich dafür wegstoßen. Ich werde mich von dir separieren und individualisieren. Diese Rolle hast du zu spielen. Aber du bist ja nicht blöd und deswegen musste ich dich einlullern. Ich musste dich abhängig machen von mir. Der erste Stellhebel in deinem Kopf ist mein kleines inneres Kind, was du gesehen hast. Du möchtest für mich da sein. Du möchtest diesem kleinen Kind helfen. Aber weißt du, ich glaube, du bist auch nur wie alle anderen, so wie ich, schlecht. Und deswegen muss ich dafür Sorge tragen, dass du so agierst, wie ich das will, weil freiwillig machst du das nicht. Meinen zweiten Stellhebel, den ich bei dir im Gehirn implantiert habe, ist mein Spiegelkabinett. Du kommst gar nicht da drum herum. Du bist schon süchtig danach, nach meinem Spiegelkabinett, wo du dich idealisiert und perfekt siehst. Ja, ich weiß, wie du tickst. Du fühlst dich nicht gut genug. Und das gebe ich dir, das Gefühl, gut genug zu sein, perfekt zu sein, ideal zu sein und bedingungslos geliebt zu werden. Und diesen Stellhebel, den habe ich schon 2-3 Tage, nachdem wir uns das erste Mal gesehen haben, in deinem Gehirn rein implantiert. Ohne mein Spiegelkabinett würdest du nie mehr diese einzigartige Selbsterfahrung haben. Und du wirst dich auch niemals wirklich selber lieben können, weil je länger du mit mir zusammen bist, umso weniger bist du du. Ich raube dir deine Lebensenergie, ich pumpe dich aus. Du wirst ich und ich werde du. Weißt du, deine Augen, die sind schon so leer geworden, dein Gesicht so eingefallen, dein Körper, och, die Haltung ist echt scheiße. Ach ja, und der Sex, der war natürlich auch, och, der ist die 4. Stellschraube. In der Lovebombing-Phase habe ich dich so einmal richtig schön zum Oxytocin-Junkie gemacht. Und jetzt in der Abwertungsphase, da lasse ich dich doch einfach neben liegen. Denn auch durch die On-Offs in diesem Bereich wirst du weiterhin schön mit mir getraumabondet. Ja, ich habe dich konditioniert. Und auch mittels intermittierender Verstärkung getraumabondet mit mir. Du kannst gar nicht mehr gehen. Du hättest nie weglaufen können. Und was ich noch gemacht habe, ich habe dich entrained. Du denkst schon lange nicht mehr für dich. Das bin ich. Ich habe dein Gehirn synchronisiert mit meinem. Du meinst noch du zu sein, aber du bist nicht mehr du. Du bist ein Teil von mir. Du bist ich und ich bin du. Nun erzähl mir doch mal, wie du meinst, wie du da hättest weglaufen können. Bei den ganzen Stellschrauben, die ich bei dir implementiert habe. Du bist mein verlängerter Arm. Du hast einen Platz in meinem Regal, bis dass uns der Tod scheidet. Ja, ich liebe dich und ich weiß, du liebst mich auch. Und ich weiß, du würdest mich vermissen. Ja, ich dich sogar auch, aber ganz, ganz anders als du mich. Du bist mein Nutzvieh, mein Nutzobjekt. Du bist wie eine Waschmaschine für mich. Und was bin ich für dich? Ich bin dein Leben. Ich bin du. Du wirst mich nie verlassen. Das lasse ich nicht zu. Dein Narzisst.